Ja, wann kommt sie denn endlich? Sie kommt jeden Moment, Ella. Wir müssen Geduld haben. Ich weiß gar nicht, ob ich mich freuen soll. Wir haben noch nie eine Nacht ohne euch verbracht. Wir kommen wieder, während ihr schlaft. Ihr seid keine Nacht alleine. Wir können euch nur nicht ins Bett bringen. Das macht dann die Babysitterin. Und die heißt Nadine. Genau. Und ihr seid doch zu fünft. Lars und Leni passen mit auf euch auf. Ihr habt hier bestimmt jede Menge Spaß. Hallo Nadine, schön, dass du da bist. Ich bin etwas aufgeregt. Wir haben die Kinder noch nie alleine gelassen. Hallo, Frau Gutglück. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir machen uns hier eine schöne Zeit. Und du bist dir sicher, dass du mit 5 Kindern klarkommst? Obwohl ich ja hoffe, dass dir die Großen helfen. Ich schaffe das. Wir haben zu Hause 2 kleine Zwillinge. Auf die passe ich ständig auf. Okay, du hast ja auch unsere Handynummer. Dann werden wir uns jetzt von unseren Kindern verabschieden. So, ihr Lieben, wir gehen dann mal. Wir sind bald zurück. Mama, wir kommen klar. Wir würden auch ohne Babysitter klarkommen. Meine Worte, aber auf mich hört mal wieder keiner. Dann gehen wir jetzt ins Kino und nicht auf Weltreise. Genießen Sie Ihren Abend, Herr und Frau Gutglück. Danke, das machen wir. Tschüss, Kinder. Und schon mal gute Nacht, ihr Lieben. Ich denke an euch. Tschüss, Mama und Papa. Und das machen wir jetzt. Habt ihr denn schon zu Abend gegessen? Ja, und heute war es besonders lecker. Mama hatte wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen, weil sie uns alleine lässt. Obwohl wir ihr schon 1000 Mal gesagt haben, dass es für uns völlig okay ist. Dann seid ihr satt. Sehr gut. Also ich hab schon wieder Hunger. Machst du mir was zu essen? Also bitte, du bist alt genug, um dir selbst etwas zu machen. Aber Mama macht mir das immer und ich dachte, du machst alles, was Mama macht. Da hast du wohl falsch gedacht. Kinder brauchen strenge Regeln und Grenzen, ansonsten tanzen sie einem auf der Nase herum. Wie kann man denn auf einer Nase tanzen? Wenn du willst, mache ich dir was zu essen, Lars. Mir macht das Spaß. Danke, Lina. Mir schmeckt es einfach nicht, wenn ich es selbst mache. Du heißt also Lina. Ich denke, wir werden uns gut verstehen. Und ich heiße Ella. Und wie kann man auf einer Nase tanzen? Und was machen wir jetzt? Du bist hier die Kleinste und du gehst jetzt ins Bett. Zack, zack. Ich möchte aber, dass meine Geschwister liebevoll ins Bett gebracht werden. So wie Mama das immer macht. Ich weiß genau, wie das geht. Vor allem, wenn es ums Schlafen gehen geht, muss man knallhart sein. Ansonsten testen Kinder ihre Grenzen. Und welche Grenze ist das? Und wie sieht diese Grenze aus? Wenn du in 5 Minuten nicht bettfertig bist, sage ich dir nicht gute Nacht. Das ist ganz doll gemein! Ich helfe Ella und Clara jetzt noch beim Zähneputzen. Und dein Ton geht gar nicht, Nadine. Die Zeit läuft. Das schmeckt echt gut. Du machst es so toll wie Mama. Danke. Habe ich gerne gemacht. Aber ich vermisse jetzt Mama. Ach, gönn ihr den beiden doch den Spaß. Ich verstehe nur nicht, warum sie Nadine ausgesucht haben. Ich glaube, Norma hat sie Mama empfohlen. Ich mag sie aber auch nicht. Diese Nadine ist gar nicht lieb. Die ist ganz doll gemein. Ich will Mama haben. Wir schaffen das hier schon, Ella. Ihr dürft euch nur nichts gefallen lassen. Ich traue mich aber bei ihr nichts zu sagen. Ich weiß, Clara. Dann kommst du einfach zu mir oder zu Lars. Oder zu mir. Ich glaube, ich kann heute gar nicht einschlafen. Auch dann kannst du zu mir kommen, Clara. Oder zu mir. Aber vielleicht kann ich auch nicht einschlafen. Wir sind jetzt fertig. Aber ich bin noch gar nicht müde. Ich brauche jetzt eine gute Nachtgeschichte. Ich habe euch 5 Minuten gegeben und das habt ihr nicht geschafft. Also geht ihr ohne alles ins Bett. Aber Mama hat gesagt, du bist ganz doll lieb und wir haben ganz doll viel Spaß mit dir. Keine Diskussion. Ich mache hier die Regeln und nicht ihr. Ab ins Bett mit euch. Was machen wir denn jetzt, Clara? Wann kommt Mama denn endlich wieder? Mm-hmm.
Alina, deine kleinen Geschwister liegen im Bett. Jetzt bist du dran. Kannst du alles alleine? Ja, kann ich. Du räumst aber noch den Teller weg, ja? Bist du so lieb? Ja, okay, ich räume ihn weg. Und was machst du? Ich hab die Kleinen ins Bett gebracht. Die sind kleine Biester, sag ich dir. Aber jetzt haben sie ihre Lektion gelernt. Ella und Clara sind doch keine Biester. Pass auf, was du sagst. Du kleiner, verzogener Bengel. Sei froh, dass du nicht mein Bruder bist. Dir würde ich schon Benehmen beibringen. Deine Geschwister tun mir echt leid. Lina, wenn etwas ist, ich bin im Wohnzimmer. Gute Nacht und schlaf gut. Okay, gute Nacht. Wenn du willst, kannst du zu mir und Lili ins Zimmer kommen. Wir bleiben noch wach. Nein, ich gehe lieber schlafen. Dann geht die Zeit schneller rum, bis Mama und Papa zurück sind. Ich habe mir den Abend mit dieser Nadine auch anders vorgestellt. Dein Handy hat geklingelt, Lars. Eine SMS von Mama. Sie will wissen, ob bei uns alles in Ordnung ist. Hey, du sollst doch nicht einfach an mein Handy gehen. Entschuldigung, aber was willst du ihr denn jetzt antworten? Natürlich, dass alles okay ist. Mama macht sich sonst wieder Sorgen. Aber es ist doch gar nicht alles okay. Dann müssen wir halt dafür sorgen, dass alles okay ist. Ich habe Ella und Clara mitgebracht. Sie lagen weinend im Bett. Ich will zu Mama! Mama soll wiederkommen! Ella, Clara, was ist denn nur los? Wir waren zu langsam und deshalb hat sie uns nicht ins Bett gebracht und einfach das Licht ausgeschaltet. Diese Nadine sollte man von Kindern fernhalten. Ich will nicht mehr schlafen. Ich will auf Mama warten. Lina, liest du Ella und Clara etwas vor, damit es ihnen besser geht? Lars und ich reden jetzt mit Nadine. Okay, das mache ich gerne. Dann los. Nadine denkt, sie kann uns erziehen. Aber jetzt erziehen wir sie. Hey, Nadine, wir müssen dringend mit dir reden. Um was geht es denn? Ich bin hier gerade am Chatten. Ella und Clara sind nur am Weinen. Du behandelst sie total respektlos. Respektlos? Weil ich mir nicht auf der Nase herumtanzen lasse von zwei kleinen Tyrannen? Tyrannen? Spinnst du? Das sind zwei kleine Mädchen, die ihre Mama vermissen. Kannst du dir vorstellen, dass Ella sich total auf dich gefreut hat? Sie dachte, wir machen uns alle einen schönen, gemütlichen Abend. Sie hat sich auf mich gefreut? Aber warum benimmt sie sich dann so? Ella gibt sich doch Mühe. Besser kann sie es nicht. Sie ist doch erst 3 Jahre alt. Aber wenn ich nicht streng bin, respektiert sie mich nicht. Sagt meine Mutter auch immer. Das ist doch ganz einfach. Sie will dich als Freundin haben. Du bist wie eine Chefin zu ihr. Sie respektiert dich, wenn du sie respektierst. Überleg doch mal, wie Ella sich fühlt. Ohne Mama und mit einer fremden Frau. Kannst du dir nicht denken, was sie von dir braucht? Und so versteckte das Eichhörnchen Nuss für Nuss, damit es einen Vorrat für den langen, kalten Winter hatte. Das war sehr schön, Nadine. Ich glaube, die beiden sind eingeschlafen. Wir sind auch wieder zurück. Ich habe eine SMS von Lars bekommen. Nadine ist wohl sehr einfühlsam und sie hatten einen sehr schönen Fernsehabend. Und wenn euch dieses Video gefällt, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin sagen wir Tschüss!